So Leute, jetzt sind wir hier zurück mit einem komischen Baum. Oh mein Gott, das ist ja gar kein Baum, das ist dieser sogenannte Schwuchtel. Der eigentlich so gut wie in jedem Clip vorkommt. Also hey, musst du den mittlerweile kennen. Ich hab noch einen Präzi. Interessiert aber keinen. B, du lässt ihn hier rüber. Aha. Ich will das machen, Du bist so dumm. Scheiße. Alter, jetzt komm schon. Jetzt geh weg da. Ey, klasse. Super, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ja, komm. Munition, was will ich denn damit? Drohne, uiuiuiui. Ich sag dir, ich hab noch kein Taktikerstück gelegt. Du hättest es schon wieder probiert, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, dachte ich mir schon. Aber ich bin so sozial. Ja, ja. So. Also, jetzt sind wir ja hier out of Karate. Mal ein bisschen für die jüngeren Zuschauer. Also eigentlich spielen wir hier ein Spiel, das ab 18 ist, ja. Deswegen, deswegen darf ich mich selber gar nicht spielen. Deswegen bin ich auch mit einer männlichen Stimme unterwegs. Und nicht so, I'm 11, I play MW2, I'm so cool. Hey, hey, hör auf zu schießen hier. Ich schieß das Wasser ab, Junge. Das da ist ein sogenanntes schwarzes Loch. Wenn man da reinspringt, stirbt man. Bist du eigentlich überhaupt? Noch am Arsch der Welt, beim Stoppschild auf Chinesisch oder so. Ja, hier gibt es nämlich recht interessante Sachen. Irgendwo, da kann man nämlich irgendwo auch noch rein. Uiuiuiuiuiuiui. Hallo. Hallo, junger Mann. Ups, das sieht... Wow, das geht sogar. Okay. Ist das behindert? Aber ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Ja, tschüss. Karl? Könntest du mal kurz durch das Fenster schießen, aber... nicht mein Taktik ein Stück davor kaputt machen. Karl? Hey, ich bin ganz kurz weg. Gleich wieder. Karl? Soll es Witz sein? Ja, super, vielleicht komme ich auch hier wieder raus. Nein, komme ich nicht. Hey, jetzt sind Leute hier. Wie sollen wir denn jetzt hier rauskommen? Ja, dann hilft nichts, dann müssen wir uns halt schnell umbringen. Nehmen wir mal einen Runterholer. Ah, jetzt ist er wieder da. Nee, ich war die ganze Zeit da. Ich habe dich beobachtet. Ja, ja. Ich fand's relativ erotisch. Ah, ja. So, was haben wir hier? Zeitungsanzeigen. Die Atombombe. Stellenausschreibung, sehr gut. Ja, ich glaube Nigel braucht doch... ja gut, er hat jetzt schon was. Oh, das nenne ich keine deutsche solide Handwerkskunst. Das waren jetzt hier wieder Polen hier, die ja irgendwie gebaut haben. Alles fällt auseinander. Und das da. Ja. Kann man da durch? Ja, man kann durch. Ich schätze mal bis zu dem Punkt hier. Habe ich meinen Taktikeinstieg eigentlich schon gelegt? Man weiß ja nie. Ja, habe ich schon. Oh, da fährt man durch. Echt? Ja. Ist ja hart. Ist das geil. Tschüss. Hey! Was würde passieren, wenn ich da jetzt... Warte mal. Warte mal. Ach nee, der Boden ist komplett dicht. Da kann man nicht durchfahren. Sieht ja voll geil aus, ganz ehrlich. Du meinst, es fällt durch? Nee, glaube ich nicht. Achso, du hast Granaten. Hey, hol mich bitte wieder raus. Ja, warte. Ich muss ganz meinen Taktik anschicken legen. Where are you? Jetzt bin ich schon wieder gefangen. Ah, ja, gut, dann. Wenn du meinst. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wiederhole, Vorräte warten auf Zielvorgabe. Und wie du stellst dieses Geschütz nochmal in die Reichweite meines Taktikeinstiegs auf. Ich sag's dir. Du hast so ein Problem dann. Nein! Hör auf, Mann, tu das Ding weg! Man spielt nicht mit Geschütz. Ja, genau. Man hat gesagt, das ist böse. So. Das ist ein für alle Mal Schluss hier. Achtung, feindliche Vorräte! Was holst du denn jetzt schon wieder ab? Küsten.
sollen wir hingehen? Wow, what the fuck, was ist das? Oh, schade. Ich hol mir meine Vorräte auch mal, ich hab nur noch einen. Oh. Mein Geschütz ist im Wasser, sehr geil. So, und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier runter. Hey, siehst du mein Package? Ja, sehe ich. Ja, ich habe mir auch 30. Schauen wir mal, was in deinem Package drin ist. Lassen wir uns überraschen. Hä? Bist du, hä? Kommst du da rein? Ja. Spring einfach runter. Das Alter. Ist das Coole. Das ist eigentlich die einzige Stelle, glaube ich, wo man runterkommt. Allerdings kommt man hier gar nicht mehr rauf. Aber hier kann man komplett bis zum äußersten Rand der Maps gehen, ohne dass man irgendwie nochmal tiefer runterfällt. Das ist quasi der Bottom of the Map. Und wenn man ganz nach außen geht, kann man auch runterschauen. Da sieht man irgendwie den Programmierungsstab oder was auch immer das, wie immer das heißt. Was? Programmierungsstab? Ja, es sieht aus wie so ein... Keine Ahnung, wie beim Pfeil- und Bogenschießen, so blau und rot in der Mitte oder so. Das muss ich sehen. Ja, habe ich keine Sprinterklasse hier dabei? Marathon. Warum habe ich Marathon bei einer Sniperklasse dabei? Und aus Sekundärwaffen AT4-Werfer? I don't know it. Alter, wie weit geht denn das eigentlich? Ewig. Geil. Bis eben dann zum Rand und beim Rand, da kann man dann glaube ich runterfallen. Ja, man kann runterfallen und dann fällt man eben in diesen endlosen White Fog oder wie man dazu sagt. Da, jetzt kommt es gleich schwarz. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann da schon ist. Ne, ich glaube, da kann man sogar noch runter. Warte mal, ich setze mal kurz einen Taktik einstieg. Ja, hier kann man auch noch runter. Und davon geht es dann zum Ende des Ganzen. Okay, uiuiui. Alter, nicht einmal Schritte hat man hier. Ne, hier ist auch wenn du schießt, normalerweise dürfte das dann schon ohne Anti-Lasing sein, also. Ah ne, da geht's noch. Aber unten, Alter, wie ist alles weiß hier? Ja genau, dann ist es eben, wenn du ganz oft und ganz lang schießt, dann wird das alles weiß. Und jetzt sind wir am Ende dieser Map hier. Das ist quasi von schwarz zu schwarz bis am Ende. Und wenn du da ganz runter schaust, siehst du, ups, du darfst nicht zu weiß gehen, siehst du da irgend so ein weiß mit silbernen Disk-Teil drin. Siehst du's? Ja, stimmt. Alter, krass. Das sieht halt aus wie so ein, ups. Eine CD. Ja, genau. Und wie so ein Kreis. Und in diesem Kreis ist dieses Schwarze. Und in diesem Schwarzen, auf dem steht Karachi. Und da sieht man mal voll die tollen Texturen hier von irgendwelchen Bögen einfach nur eingefügt. Und man kann, soweit ich weiß, auch runterfallen. Irgendwie, irgendwo. Irgendwie auch nicht. Ah doch, ich fall. Und dann wird die Map immer kleiner. Und das Blöde ist, man kann da nicht sterben. Soweit ich weiß. Außer mit einer Granate in der Hand. Die ich blöderweise nicht in der Hand habe. Siehst du mich noch? Oder wo bist du überhaupt? Warte mal, siehst du meine Schüsse vielleicht, oder? What the fuck? Fällst du auch schon, oder? Nee. Müsste es irgendwo da sein. Ja, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Ich kann nicht mehr sterben. Was, wie, hä? Ich dachte, okay. Ja, wenn du runterfällst, ist das einfach, keine Ahnung, du fällst Ewigkeiten. Ich habe es noch nie ausprobiert, wie weit das geht. Man kann sich umbringen, indem man einen Taktikeinstieg hat. Eine Granate. Aber ich habe keine Granate mehr. Was, wenn du einfach wieder Einstieg machst? Ja, dann stirbt er, dann ist jetzt ein Taktikeinstieg weg. Okay. Das ist das Problem. Das habe ich jetzt vorher nicht bedacht. Bedacht. Ich laufe jetzt eine Bohrinsel hinter. Yo, make that. I think I must be... Klasse wechseln. Ja, das geht jetzt nicht mehr, das ist eben das Blöde. Ey, wo bin ich auf der Map? Am Arsch der Welt. Ja. Ich befürchte... Nein, sag nicht nochmal von neu. Nee, warum nicht? Also doch. Ich kann mich hier leider nicht mehr umbringen, fällt mir jetzt gerade so auf. Und ich weiß nicht, ob ich noch fall oder ob ich nicht mehr fall. Aber im Moment sieht es aus, als würde ich noch fallen. Oder?
Keiner weiß Bescheid, das Anti-Lasing ist hier super. Mhm. Alter, wo ich hier gerade bin, Ja, ich falle immer noch. Und ich falle. Ja, ich würde mal sagen, ich muss hier nochmal doch da Team wechseln und dann einfach mal zu Zuschauer gehen. Und dann schaue ich einfach mal bei dir da so dazu. Das ist echt behindert hier. Ich will da hoch! Ich weiß nicht, ob man es vielleicht mit Kisten hoch schafft. Also quasi Kisten übereinander stapeln, aber da bräuchtest halt übelst viele Kisten. Immer so. Links, rechts, links, rechts. Und wir müssen halt immer übereinander stehen und so weit, glaube ich, schafft man es nicht. Naja, ich glaube, das funktioniert nicht wirklich. Vor allem, wenn man das hier einfach mir gerade alleine ist, ne? Es geht irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Boink. Geiler Scheiß. Alter, wieso gibt's keine Leiter oder so? Ja, normalerweise haben die ja nicht damit gerechnet, dass man da raus kann. Ach ja? Was ein bisschen doof von ihnen ist. Ja, hast du ja schon mal versucht hochzukommen? Irgendwo? Ich bin mir nicht sicher, ob man hinten am Berg wieder raus kann, aber normalerweise nicht. Nee, da kommst du nicht mehr raus. Das ist der Grund, the bottom of the bottom. Auf Bikini Bottom. Yo. Alter, ich will doch nur hier raus. Nein, ich habe keine Granate. In irgendeiner Map, was war das out of Subbase oder so? Oder gibt's Subbase überhaupt in MW2? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die eine, ja, die eine Kack-Weiß-Schnee-Map da, wo es immer gerne snipen. Da kommen auch irgendwie raus, da kommen auch die ganzen Berge hinten raus, aber ich weiß leider nicht, wie das geht. Ist es nicht die Rail, was du meinst? Ja, kann auch sein. Was ist genau Subbase? Subbase mit den U-Booten, ne? Ah, nee, dann meine ich die Rail. Sehr gut. Ja, ich hab's noch voll drauf in MW2 hier. Ich spiele ja auch so oft und so viel. Ich weiß. Du spielst am meisten. Ja, täglich. Mehrere Stunden MW2, natürlich, sicher doch. So sehe ich aus, als hätte ich nichts zu tun. Ich muss ja hier Battlefield 3 suchten. Echt jetzt? Spielst du Battlefield 3? Ja, permanent eigentlich. Cranker Shit. Auf der Xbox halt. Ich kann, hab sogar mittlerweile ziemlich gut drauf hier so mit Jet und Hubschrauber fliegen hier so. Also so das Starten und Landen und so, ne? Ja, früher konnte ich beim Hubschrauber echt starten, ja gut, bisschen rüberfliegen zum Ziel, wo ich hin will, aussteigen, sofort irgendjemand anderes einsteigen lassen. Und dann, aber mittlerweile kann ich rumfliegen und auch Leute treffen und ich kann sogar mittlerweile, mache ich so oft, dass ich ganz hoch fliege, dann den Beifahrersitz wechsle, also wenn keiner dabei ist, dann schnell mit einem Fernlenkraketen quasi Panzer abschießt, dann wieder auf den Pilotenplatz zurückwechseln, in der Zeit sackt halt der Hubschrauber ab. Das ist übelst cool. Klar, ist logisch. Nicht? Ey, da schaut's aus, ich könnte halt irgendwo hochgehen. So, bin wieder da. Jo. Ja, aber ich spiele jetzt gerade Splinter Cell und Transformers so ein bisschen. Echt? Bockt schon. Ja, Andi? Ich gehe jetzt in einer Stunde zum Kumpel, ne? Und dann machen wir das zusammen mit der Xbox. Und mein Mutter hat gesagt, ne? Hat gesagt, ich kriege sowieso eine neue, ja, ne? Und wenn das nicht klar würde, auf den Schrott kommen würde dir sowieso, ja, ne? Ja. Und ein Versuch ist es wert. Ja, eben. Sorry, ja. Also zu überbrücken jetzt, bis ich die neue kriege, kann ich ein bisschen zocken an nebenbei, wenn es funktioniert. Ja. Was hast denn du für Spiele? Die Forza Motorsport 4 Limited Edition. Braucht keiner. Forza Motorsport ist für den Arsch. Mal FIFA 12. Ja, habe ich die Demo. GTA 4. Habe ich auch. Habe ich 155 Gamerscore. Danach habe ich aufgehört, weil es mich ankotzt. Jetzt habe ich schon durchgezockt. Echt? Nee, mich lenkt die... Ich habe die beiden Nebenversionen zwei Tage jeweils durchgezockt. Okay. Dann Star Wars The Force Unleashed. Dann habe ich eins, nennt sich Shadowrun. Und Assassin's Creed. Aber Assassin's Creed finde ich scheiße. Was für ein Assassin's Creed? Der erste. Naja gut, das erste ist wirklich scheiße. Und Assassin's Creed Carbon habe ich auch noch. Ja, aber Assassin's Creed ist doch eigentlich nicht schlecht, aber auf der Xbox ist es auch nicht so geil eigentlich. Assassin's Creed ist schon gut, aber der erste Teil, das war ein totaler Scheiß. Aber sie haben mir dann zum Glück dazugelernt. Assassin's Creed 2 ist übelst geil geworden, aber dann finde ich jetzt mittlerweile übertreiben sie es ein bisschen, weil da kommt ja jedes Jahr ein neues. Das wird schon langsam ein bisschen. Aber ich spiele sowieso lieber irgendwie Sportspiele. Ja, ich zocke halt zurzeit eigentlich nur Battlefield. Also wenn ich Xbox spiele, dann Battlefield habe ich oder MW3 will ich halt. Ja. Ja, Kumpel hat es mir ausgeliehen, ne? Ja. Ich fand die Kampagne schon irgendwie scheiße. Ja, die Kampagne ist schlimmer als wie in MW3. Also die Kampagne ist. Ja, das kann ich ja nicht spielen, weil es halt sein irgendwie. Ja.
aber die Kampagne ist in Battlefield. Eigentlich habe ich mir Battlefield wegen der Kampagne gekauft. Aber und MW3 wegen Multiplayer. Mittlerweile mache ich es genau andersrum. Ich finde die Kampagne in MW3 besser und den Multiplayer dafür schlechter. Ich mag Shooter auf Konsolen nicht. Ich kann es nicht so gut auf Konsolen wie am PC. Mittlerweile ist es zwar... Ich hasse Shooter auf Konsolen. Ich habe bei MW3 mit einem anderen Kumpel beim Kumpel gespielt, ne? Eben so diese U-Bahn. Die U-Bahn-Mission, ja. London dann, ne? Ja. Die ist so behindert. Ja. Das auf Konsole Shooter spielen ist scheiße. Aber auch nur, weil man es nicht kann. Das ist eben das. Die anderen, die auch... Ja, ich habe das erste spielen. Mal... Ich habe mich so oft einfach geblendet mit der Blindgranate. Sehr gut, wenn man den Dreh mal ein bisschen raus hat, dann geht's schon. Ja, aber... Es war noch nicht so gut, wie auf dem PC ich damals war, aber... Ja, spiele aber sowas wie Forza. So Autorennspiele, Fußballspiele, sowas finde ich eigentlich ganz cool. Forza, also ich habe das... Ich glaube, ich habe es 3er oder so. Das war bei der Xbox kostenlos dabei. Ich glaube, ich habe 3 Spiele umsonst dazu gekommen, weil ich die, was weiß ich, was das für eine Edition ist. Mhm. Und das war Forza 3. Und ich finde da, genau wie bei GTA, die Lenkung und so, das ist so ein Scheiß. Weißt du warum? Weil es kein Rennspiel ist, sondern eine Rennsimulation. Ja. Die ist ziemlich realistisch. Ja, scheiße. Doch. Die ist scheiße, Mann, und nicht simulieren. Bla bla bla. Forza spielt viel ist, ne? Du hast ja auch bei Forza 3 diese Autostufen, ne? Kann sein, ja. Ja, weil du kriegst ja für Auto immer so Autostufe bis 5, aber Forza 4 ist es so, du kriegst ja für die Marke. Und dann kannst du für die Marke ab Stufe 4 oder 5 die ganzen Tuning-Teile, Motor und sowas, alles kostenlos holen. Sie hat irgendwann über 4 Millionen diese Credits da, ne? Hat er irgendwie 80 Fahrzeuge oder so. Ja. Immer noch 1,2 Millionen. Ja, aber hol dich doch mal Dirt 3 oder so, das ist echt gut. Ja, also ich geh mal kurz weg, ich komm gleich wieder. Karl, aber cool ist, ne? Hm? Ich habe hier diese Limited Edition, ne? Ja. Da habe ich sogar noch, was steht hier? Amerikanisches Muscle Car Paket. Das heißt so ein 65er Pontiac GTO und 65er Mustang sowas. Und dann ist doch die Box selbst ist eine Blechbox, ne? Mhm. Da ist ein Buch bei von Forza Motorsport 4 mit so geilen Autos und Informationen drüber. Und dann sind da hinten so 3 Vinyl-Aufkleber. So Sticker. Was sind das eigentlich ganz genau Vinyl-Aufkleber? Ich habe das letztens auch schon gelesen. Das sind so, so Sticker sozusagen, ne? Ja. Da hast du nur das Schrift, nur das, was sein soll, ist da. Und der Rest ist also so transparent. Du kannst auf jeden Untergrund kleben, du siehst nur das, was du sehen willst. Ach, deswegen, jo. Ne? Da hab ich einmal so ein Top-Gear-Logo. Dann das Forza-Logo und noch das von dieses Turn 10, wo Forza eigentlich herkommt. Das ist ganz cool, eigentlich. So, jetzt bin ich wieder da. Jo, Andi, ich bin gestorben. Was? Ich bin irgendwo bin ich gestorben. No. Bin runtergefallen, oder was? Ja. Du hast dein Taktikanstieg noch nicht gesetzt. Ich weiß. Egal, bin ich gleich beim Kumpel, baue die Xbox auseinander. Ich muss dir erstmal ein Video angucken, wie ich auch die Xbox auseinandernehme. Ja, da brauchst du ziemlich kleine Schraubenzieher. Ich weiß, ich habe so ein Schraubenzieherpaket hier. Ich habe das obere Teil, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Da steht irgendwie HDD drauf. Mhm. Was auch immer das ist. Das habe ich schon abgehabt. Karl. Und die Gitarre habe ich abgehabt und die Vorderplatte, wo der Laufwerk ist, hab ich abgehabt. Mhm. Das obere war ich gerade da, hat angerufen. Ja, was zusammen machen? Okay. Ja. Ups. Wow, 3 super Dinger. Auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Du bist ja eigentlich wieder raus, oder? Das ist voll scheiße hier. Ich will wieder nach oben. Was? Hä? Auch nicht schlecht. Nicht gut. Ach, wer weiß, was sein kann. Ich glaube, man darf nicht wieder zurück unter festem Material laufen. Geh mal nochmal da in die Richtung. Zu dem schwarzen. Nee, rechts. Da rein. Hier rein. Mhm. Noch weiter bis zu dem schwarzen. Da vorne ist irgendwie was, oder? Das ist du.
Das kann sein, ja. Sieht aus wie eine Leiche. Ja. Genauso wie da hinten, sieht auch aus wie eine Leiche. Ja, okay. Was? Bist du hingefallen oder was? Bist du gestolpert? Ja, also ich sehe jetzt diese Person im Untergrund. Ja. Stolpern garantiert. Auf jeden. So, jetzt aber, komm schon. Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Ey, mein Gott, da kann er wieder nicht laufen, der Bur. So, jetzt gehen wir einen größeren Kreis. Oh, Karl, jetzt diesmal versucht er nicht zum Stolpern, sondern deswegen legt er sich hin. Ah, es klappt, sehr gut. Platsch. Ja, ich rechne gerade auch nicht damit. Ja, Leute, ich würde mal sagen... Nein! Ich würde mal sagen, Karl kann sie auch nicht besser machen als ich. Oh, er hat ein Geschütz hingestellt. Uiu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 i. Ja. Hast du eigentlich mal gelesen, was da eigentlich draufsteht? Ne, irgendwie komisch lateinische Namen. Ja, das ist eigentlich Englisch, aber... Ja, ist mir doch wurscht. Auf alle Fälle würde ich jetzt sagen, das war's. Das Video dauert ziemlich lang und ziemlich gut. Lang. Und dann noch mit dem schönen Outtake. Gut, stimmt's, Karl, du kleiner Wichser, du. Ach ja, stimmt, das ist auch noch mit dabei. Ja, geil, gefällt mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es am Ende hin tue oder ein extra Video draus mache. Ich meine, ich stelle es ans Ende hin. Ist ja scheißegal. Sehr gut, sehr gut. Ah ja. Gut, dann... Die Rosenheimer. Ja, ja, die immer, gell. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ja, es hat mir gefallen. Ja, du komischer Schwanz, du. Du Scheißwinner. Uiuiuiui, da lässt er eine Rauchgranate fallen. Uiuiui. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann für heute. Von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder auch nicht, du Idiot. Und ja. Bis dann, euer Hodenkrebs-Creme sagt Servus. Karl hoffentlich auch. Tschö. Jo. Servus. Oh oh, sieht jetzt irgendwie so aus, als will ich jetzt gerade aufnehmen. Ach du Scheiße, ich hoffe mal, es ist nicht so, wie ich denke. Dann dürfen wir alles nochmal machen. Egal, hier ist ein Bild, ne, so. My expectation when I started to learn biology in school. So, über den Kittel und sowas, ne? Die Teacher said penis.